Schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge Unignorierbar. Mit wem habe ich das Vergnügen? Hi, ich bin Regie und ich bin auch bei der letzten Generation. Super, Regi. Ich bin Christian Knall. Du bist eine Wildbiene, ja? Ja, so Wildbienen sind Menschen, die fändungsbereit und auch gefängnisbereit sind, also die einfach bereit sind, noch ein paar mehr Repressionen auf sich zu nehmen und auch in Ordnung damit sind, irgendwie 30 Jahre unter der Pfändungsgrenze zu leben, dass man Gerichtsvollzieher vorbeikommen wird und die machen dann so Proteste, wie zum Beispiel die Proteste, die wir auf Sylt gemacht haben. Da warst du dabei. Ich war auf Sylt dabei, ja. Wunderbar. Was haben wir denn da genau gemacht? Auf Sylt hatten wir so speziell das Ziel, dass wir sichtbar machen, wie ungerecht eigentlich die Rolle der Superreichen ist und vor allem, wie ungerecht auch die Politik da ist und wie das einfach passieren darf, dass einige wenige Menschen unsere Lebensgrundlagen zerstören und wir müssen es ausbaden und wir müssen uns unterhalten, wie lange wir duschen wollen, während die irgendwie auf ihrem superschönen grünen Golfplatz weiter golfen können. Und das finden wir nicht in Ordnung, darum haben wir es mal, ich sag ganz gern, wir haben es mal orange angemalt und sichtbar gemacht und ein bisschen die Debatte drüber aufgemacht und es hat auch ganz gut geklappt. Was habt ihr orange angemalt? Den Den Rasen? zerstörerischen Druck, nee, im Golfplatz war ich gar nicht mit. Der Golfplatz wurde von anderen sehr, sehr krassen Menschen renaturiert. Die haben so ein Naturschutzschild mitgebracht und ein paar Bäume gepflanzt Schön. auf diesem Golfplatz. Und genau, ich war beim Privatjet mit. Da haben wir, Sylt hat einen sehr großen Privatjet-Flughafen, kann man sich auf Google Maps mal angucken. Ist schon krass, wie viel Fläche auf dieser eigentlich echt kleinen Insel für so einen Privatjet-Flughafen drauf geht. Also ich glaube, da gibt es auch Linienflüge, wenn man sich die leisten kann. Also es fährt auch ein Zug auf Sylt alle halbe Stunde oder Stunde. Also nee, ich will aber in meinem Privatjet dahin fliegen. Das Ja, ist okay, dann das wird er geht. halt irgendwann mal orange oder so. Und das wär's dann du. Ja, also wir waren dann an diesem Flughafen und haben diesen Privatjet mit orangener Warnfarbe markiert. Wir haben auch in die Düsen reingesprüht. Und haben uns anschließend auf den Tragflächen festgeklebt, weil einfach so ein Privatjet haut in 4 Stunden so viel CO2 raus wie irgendwie so der Durchschnittsdeutsche in einem ganzen Jahr. Also jetzt nicht irgendwie ich vielleicht mit vegan und kein Auto, sondern so fliegt einmal mehr in Urlaub, hat ein Auto und isst auch gut Fleisch. Und sowas haut ein Privatjet in 4 Stunden raus. Und das finden wir nicht okay und darum haben wir es sichtbar gemacht. Und ja. Und wie viel Sachschaden habt ihr da verursacht? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, einzelne Triebwerk kostet so eine halbe Million bis eine Million und das ganze Flugzeug so an die 5 Millionen. Kannst du das Ja. jemals abbezahlen? Nee. Nee. Und was, wie fühlst du dich damit? Ja, ich finde das. Es ist natürlich gruselig zu wissen, dass irgendwann ein Gerichtsvollzieher kommt und durch meine 9 Quadratmeter WG-Zimmerchaos wühlen wird, um irgendwie zu gucken, ob er noch Geld findet. Also ich Deine würde Goldbarren, ja, schön die wert, wenn er von die Bill findet, hätte ich. Gates dahin gemacht wurden. Genau. Das ist schon irgendwie gruselig, auch die Vorstellung, dass es halt an die 30 Jahre dauern wird. Also jetzt gehen wir ganz schön Richtung Legal Details, aber ich kann sehr gut kurz einmal erklären einfach. Klar. Genau, Sachbeschädigungsfolgen sind zivilrechtliche Forderungen, das heißt, dafür kann man nicht in Ersatzhaft genommen werden. Die sind auch unabhängig von dem, wie wir zu Tagessätzen oder Ähnlichem verurteilt werden. Und da ist es dann so, dass halt die Person, der das Flugzeug gehört, irgend so ein Immobilienmogul von, weiß ich nicht, aus dem Pott, keine Ahnung, der hatte wohl auch mehrere Flugzeuge. Wir haben aber nur Kontakt zu seinem Piloten gehabt und nicht zu ihm selber. Genau, der wird irgendwie wahrscheinlich mal eine Klage einreichen und dann werde ich wahrscheinlich auf Schadensersatz verurteilt werden. Und dann wird erwartet werden, dass ich das zahlen muss. Und ich habe jetzt aber tatsächlich nicht 5 Millionen oder auch nicht, wir waren ja zu fünft, auch nicht 1 Million. Schäm dich. Ja, hätte ich mal härter gearbeitet, ne? Ja, genau. Ist jetzt Kacke, ne? Christian Lindner hatte in dem Alter schon eine Limousine. Ja, das ist okay, hat er wahrscheinlich geerbt. Nee, er hat es mit einer ganz windigen Dotcom-Firma in den 90ern gemacht, die auch Lug und Betrug von vorne bis hinten war. Ach, Aber schön. es war Nee. eine andere Also, Zeit, ich bin sowas im würde heute nicht studentischen passieren. Tarifvertrag in Berlin angestellt und kriege 12,50 die Stunde. 12,50. Was machst du da genau, wenn ich fragen darf? Ich arbeite auf einer Intensivstation. Auf einer Ja. Intensivstation. Aber die Leute schreien uns doch immer auf Blockaden an, dass wir doch mal arbeiten gehen sollen. Wenn es öfter passiert, ich bin kurz davor, ein GoFundMe zu machen, wofür jedes Mal geht mal arbeiten, einen Euro irgendwie ich sammeln möchte, damit ich nicht mehr arbeiten muss. Das stimmt, das hast du mal bei einer Blockade gesagt, fand ich den besten Spruch. Wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn mir jemand sagt, geh doch mal arbeiten, dann müsste Ja, ich nicht mehr arbeiten. wirklich. Meine allererste Straßenblockade war am Tag nach einem echt grausigen Nachtdienst. Da bin ich irgendwie, ich war Mitternacht daheim, es war nicht so ein cooler Dienst, sind auch
ein paar Patientinnen verstorben. Wir sollten eine Trigger Warning davor setzen. Ja, kann ich machen. Genau, meine allererste Straßenblockade hatte ich am Morgen nach einem echt grausigen Spätdienst. Ich war irgendwie über eine Stunde länger. Es ist auch, glaube ich, mehr als eine Person verstorben. Und dann sitzt man morgen früh um 7 und kriegt irgendwie von irgendwelchen anzugtragenden Menschen an den Kopf geworfen, man solle mal arbeiten. War schon absurd. Aber es ist auch absurd, dass es so, ich habe dann immer das Bedürfnis, mich zurechtzufällen und zu sagen, ich arbeite ja. Aber was wir machen, ist Care-Arbeit für den Planeten. Und es ist wie alles andere an Care-Arbeit halt einfach nur nicht bezahlt und wird nicht wertgeschätzt. Das macht es nicht weniger anstrengend, energieraubend und irgendwie beschäftigend. Ganz im Gegensatz zum Pflegesektor, wo ja auch im medizinischen Sektor, wo super bezahlt wird. Ja, genau. Nee, aber krass. Ja, und vor allem, ich kenne dich ja aus Blockaden, wir waren ja in mehreren, ne? Also wir waren in der Bundesallee, wenn du dich erinnerst. Du hast ja, glaube ich, so viele Blockaden hast du insgesamt. Kannst du das noch? Ich glaube, ich habe jetzt, also ich bin noch gar nicht so lange dabei eigentlich. Mhm. Seit wann? Ungefähr? Also ich habe mich ein halbes Jahr lang nicht getraut, zum Vortrag zu gehen, weil meine Freunde nicht aktivistisch aktiv sind und ich wollte nicht alleine. Oh. Dann war ich erst im Februar bei einem Vortrag, okay. Wo ich mich im Nachhinein ein bisschen ärgere, dass das so ein, habe mich halt nicht getraut, alleine hinzugehen irgendwie. Mhm. Und dann habe ich auch sehr lange gebraucht, bis ich mich das erste Mal auf die Straße getraut. Ich war dann irgendwie in der allererste, das war ein Protestmarsch, aber war Anfang der Berlin-Phase. Mhm. Also im 20. April. 20. April, ja. Aber ich glaube, ich dürften jetzt so an die Proteste insgesamt, ich glaube 20 müssten es jetzt, 20, nee, 25. 25. 20 oder 25 Proteste insgesamt. Krass. Und Proteste, meinst du jetzt Protestmärsche und Blockaden? Nee, und so? Blockaden und Farbproteste und so. Ja. So. Ach, High-Level-Zeugs. Das ist ja krass, weil also wir hatten davon dann schon drei, glaube ich, zusammen. Ja. Also einmal A100. Stimmt, hatten ja. Wir. Wir hatten Bundesallee 7 Stunden, ja, wo inoffiziell die Pinkelhölle genannt. Ja, da war. Das war meine erste Blockade. Das war deine erste Blockade. Erste Blockade. Und da hast du nämlich schon, da war ich ja Fotosupport und du meintest dann, kann ich mal was sagen? Und ich meinte, na klar, und habe mich hingesetzt und du hast so richtig schön eloquent einfach die Situation so zusammengefasst. Und ich dachte mir, ja, meine Güte, die kennt sich ja schon aus ein bisschen und so, aber das war dein erstes, ja, abgefahren. Das war sehr improvisiert tatsächlich, dieses Statement. Echt? Also, es war sehr gut und es wurde dann auch sofort draufgeladen und dann waren wir ja auch auf der Autobahn. Ich habe das nie gesehen. Ja, also ich habe es sofort draufgeladen auf meinen Kanal, den unignorierbar, kannst du gucken. Muss ich mal nachgucken. Und das Ding ist, dass dann, dann hatten wir ja noch A100 und das war ja eine relativ krasse Blockade. Ne? Ja. Also da haben wir ja mit Autos runtergebremst, drei Autos und du hast eine Betonhand gemacht, wieder. Ja. Und du warst da ja so extrem ruhig, deswegen überrascht mich es auch, dass du erst so kurz dabei bist. Du bist ja da irgendwie immer die Ruhe selbst und völlig angstfrei, so scheint es. Aber ist das denn wirklich so? Also ich habe eigentlich immer eine scheiß Angst, wenn ich im Blockaden gehe. Ich dachte, es wird irgendwann besser, aber es wird eigentlich nicht besser. Mhm. Also so morgens wird es schon so ein bisschen schlecht auch. Und es ist so ein bisschen so, es ist so eine Mischung aus, man weiß, es ist ein Zahnarzt, für die Leute, die auch keinen Bock auf Zahnarzt haben, es ist so ein bisschen wie so ein Zahnarzttermin. Man weiß, es ist schon wichtig und richtig, dass man das macht. Aber also so, es gibt schon sehr viel geilere Alternativen und eigentlich hat man auch so ein bisschen Angst davor. Mhm. Und gerade bei Straßenblockaden und der Gewalt, die aktuell auch irgendwie sehr, ja, irgendwie zu eskalieren scheint. Ich habe schon jedes Mal eine scheiß Angst. Aber in der Blockade ist es dann meistens so, ich glaube, das habe ich in der Arbeit vielleicht auch so ein bisschen gelernt. Das ist halt, wenn es stressig wird, werde ich eigentlich immer ganz nach außen ganz, ganz ruhig und kann die Situation einigermaßen irgendwie einen Schritt zurückgehen, überlegen, okay, was ist jetzt gerade irgendwie akut, was passiert jetzt gerade, was kann ich überhaupt verhindern, was jetzt halt auch einfach, kann ich nichts gegen machen und dann bin ich schon oft sehr aufgeregt, aber meistens kurz vorher legt sich das dann Gott sei Dank und dann. Die 10-Sekunden-Regel. Ja, das habe ich mal von einem coolen Ausbilder gelernt. Wenn es stressig wird, dann macht man 10 for 10, das heißt man macht 10 Sekunden, nehmen alle die Hände vom Patienten oder halt von was auch immer man halt gerade macht, so eine hektische Situation, wo alle so irgendwie aktionistisch aufeinander zulaufen und niemand mehr guckt, was macht eigentlich der Mensch neben mir. Dann machen alle weg, machen sich 10 Sekunden,
sagt irgendwie im Idealfall irgendwie die Teamleader-Person, die groben Überblick hat, was die nächsten 10 Minuten getan ist. Also die nächsten 10 Minuten nämlich voll geplant, alle können strukturiert weiterarbeiten. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen gelernt, dass ich in stressigen Situationen als erstes nicht erstmal blind reinstütze, sondern erstmal vielleicht so einen Schritt zurück mache und die Situation anschaue und sage, okay, das ist jetzt Sache, so ist schlimm, ist eklig, aber explodiert jetzt auch nicht unbedingt gleich was und dann ist irgendwie auch okay. Und wenn ich, ist glaube ich ein großes Geschenk, das ich da irgendwie von meinem Hirn bekommen habe. Eine stille Superkraft, würde ich sagen, auf jeden Fall. Die ja. muss man erstmal rausfinden, aber wenn sie da ist, ist sie ziemlich krass. Ganz brauchbar, ja. Ja, auf jeden Fall. Und du warst ja gerade, wir haben uns auch gesehen auf der Friedrichstraße. Ja. Nicht? War ja ganz lustig. Wir wollten uns fürs Interview verabreden, dann hat es geklappt und auf einmal sehe ich dich da auf der Straße sitzen. Und das war für mich so ein bisschen komisch, weil ich war ein Geschenk. Also das ist ja ganz selten. Das heißt quasi, ich bin als Videosupport hingegangen, Foto-Videosupport, aber ich hatte so kein Briefing und so. Aha. Und dann so und wusste selber nicht, von wo die Leute kommen. Und dann habe ich schon gesehen, so einige Gesichter, die ich kannte und die Polizisten, die haben die aber auch gesehen. Wir benutzen ja gewaltfreie Sprache, nicht? Ja. Und dann, als sie sich hingesetzt haben, unter anderem du auch, kamen die auch sehr schnell und haben die wirklich sehr krass weggetackelt, muss man wirklich sagen. Und dann sind uns aber trotzdem Blockaden gelungen, ne? Auch so mit Betonrand unter anderem. Mhm. Du hast dich festgeklebt. Und es gab aber, also es gab auch einen sehr niedlichen Hund, der war sehr wichtig. Ja, der war schon süß. Es gab eine Bobby-Klar-Blockade und es kam mir aber so vor, als wäre das, also es hat, glaube ich, großen Anklang gefunden in den Medien. Es waren auch viele Leute da, die sich gefragt haben und so. Und es schien mir aber, als wäre so die, als wäre die Stimmung unter den Polizisten so ein bisschen, ich sag mal, nicht so freundlich, wie es sonst sein kann. Und nicht so, ich würde jetzt fast professionell sagen, weil ich sag mal so, es war so eine übersteigerte Aggression da irgendwie, habe ich so ein bisschen, fand ich. Fandst du das nicht auch? Ich glaube von außen schon. Ich habe einfach, glaube ich, schon viele Blockaden gehabt, was einfach noch viel schlimmer war. Ja. Aber es ist, glaube ich, immer am Anfang sehr, sehr chaotisch und viele Polizistinnen neigen dann irgendwie dazu, dass es halt mit irgendwie Gewalt oder möglichst schnell die Leute abreißen und auch nicht vorher zu prüfen, ob die Leute vielleicht schon festgeklebt sind. Und auch der Kessel drüben waren, ich glaube, eher so ein Schubskreis als ein Kessel, aber ich war selber nicht mit drin. Er hatte irgendwie das Glück, dass ich es geschafft habe, mich anzukleben vor 3 Polizisten und irgendwie hat es geklappt und war dann dementsprechend nicht mit in diesem Kessel. Ein Schubskreis, das ist ja ein krasses Wort. Das ist mir auch aufgefallen, da bei Friedrichstraße wurden die Leute jetzt so hintereinander gesetzt und mit Beinen als V. Ja. Das sah auch ganz merkwürdig aus. Also das haben natürlich unsere Leute so ein bisschen mit Humor genommen, aber ja, es wirkte so ein bisschen sehr... Es ist sehr unangenehm. Also das ist sehr... Man kann nicht wirklich vor, man kann nicht wirklich zurück. Genau. Und irgendwie alle, wenn alle müde werden, liegen alle auf der hintersten Person. Genau, und eine mit Biene wurde ja auch abgerissen. Ja. Ja, und da stand ich und habe das paar Mal gehört, dass ein Polizist zum anderen gesagt hat, nee, die klebt schon, die nicht. Und irgendwer hat sie dann trotzdem, als ich natürlich gerade mit dem Rücken stand, schlechter Videosupport, abgerissen. Und ich würde sagen, bevor wir dahin gehen, wie bewegen wir das alles machen, so können wir ja nochmal ein bisschen, ich sag mal, die nicht so schönen Situationen durchgehen. Du hast ja einen Schubskreis auch mal beschrieben, da am Bundestag. An der Straße, des 17. Juni war das. Ja, genau, im Tiergarten. Mhm. Das war mein allererster Protest. Das war der erste Versuch von einer Laufblockade / Protestmarsch. Und wir waren an die 20 Leute und am Anfang konnten wir auch so ein bisschen laufen und konnten auch irgendwie gut da waren zwar 2-3 Polizistinnen auf der Straße am Anfang, aber sehr früher Protestmarsch, ne? Weil jetzt sind es ja immer so genau, 200, sehr, 300. Sehr, die Anfänge, sage ich mal, des Ganzen. Und also wir durchbrechen ja Ketten nicht wirklich. Mhm. Oder was heißt nicht wirklich, wir durchbrechen keine Polizeiketten. Genau, wir umfließen die manchmal. Also genau, aber das war auch eher am Rand vorbeigehen. Es hat noch ein paar hundert Meter gut geklappt und dann waren es ja irgendwann zu viele. Und dann wurde es ganz schnell eigentlich waren es nicht so viele vor uns, es war nicht wirklich eine Kette vor uns, wo wir gesagt hätten, okay, wir gehen nicht weiter. Und die sind auch zum Teil dann eigentlich, war das mehr so ein vor uns hergehen. Mhm. Und dann hat es aber so angefangen, dass sie uns schon als Laufblockade ja eigentlich noch, wo wir eigentlich noch irgendwo auch den Schutz von der Versammlung hatten, total geschubst haben. Und irgendwann ist es dann ziemlich schnell ziemlich eskaliert. Das heißt, wir haben uns dann auch sehr schnell hingesetzt, versucht anzukleben. Und da ist es, also in der Sekunde, wo wir uns hingesetzt haben, sind die völlig durchgedreht und haben mich dann auch an meiner Kapuze weggerissen oder weggezogen, geschleift, die 4 Meter. Ich habe dann auch keine Luft bekommen. Ich glaube, ich war auch ganz kurz ohnmächtig. Mhm.
Und dann war es auch, wir haben natürlich, wir wollten unseren Protest fortführen, haben halt immer versucht, wieder auch wieder auf die Straße zu gehen, wenn Lücken da waren oder wenn halt irgendwie der Kessel nicht wirklich bewacht wurde. Und es hat sehr schnell damit geendet, dass wenn Leute auch nur irgendwie sich einen Mucks bewegt haben, gleich so ein Schubser quasi wieder in die Mitte gekommen ist. Und das, ja, hatte sehr große Ähnlichkeit mit dem Schubskreis, wo die Menschen in der Mitte einfach mal geschubst werden, sobald sie sich bewegen. Und auch manchmal auch einfach, wenn sie sich nicht bewegen, nur weil sie gerade stehen und nicht sitzen oder so. Das war sehr, sehr unangenehm, aber... Hast du da, das sind ja teilweise da wirklich Sachen, die wären vielleicht disziplinarrechtlich bei Polizisten, hätten die Folgen. Hast du da irgendwie irgendwelche Aktionen unternommen? Ich persönlich habe beschlossen, dass ich nicht selber Anzeige gegen Polizeigewalt erstatten werde. Einmal jetzt gegen eine Gewahrsamnahme, das ist eine Geschichte für später, da werden wir schon was machen, weil ich auch einfach der Debatte um Polizeigewalt nicht wieder als, das wird wieder als Vorwand genutzt, nicht über die Klimakatastrophe zu sprechen. Verstehe. Und klar wäre es für mich irgendwie so ein Ding von, es ist nicht richtig, dass es passiert, es ist auch nicht okay, dass es wieder passieren wird, aber zum einen sind die Erfolgschancen da echt mau und zum anderen, Dann haben wieder alle Medien Grund, über Polizeigewalt zu sprechen, sprechen wieder nicht über die Klimakatastrophe und wie wir die eigentlich abwenden können. Das stimmt, aber lass uns noch ein bisschen über Polizeigewalt sprechen, danach sprechen wir über die Klimakatastrophe. Ja. Es gab ja auf der A100, ne? Also da muss ich sagen, da hatte ich wirklich Bammel. Da haben wir halt dann die Autos runtergebremst, sind raus und auf einmal standen wir da auf der Autobahn mit Leuten. Und es lief ja zum Glück sehr gut. Also die Autofahrer waren, die da die Größe gefahren sind, waren nicht sonderlich aggressiv. Ja. Ich wurde relativ schnell runtergeschmissen von der Polizei, die kamen. Ist auch, glaube ich, meine erste Aufnahme gewesen von Personalien. Der Polizist fragt mich dann, das ist eine Autobahn hier, wissen Sie schon, ne? Was soll man da sagen, ja, ist mir aufgefallen irgendwie. Also am Anfang dachte er, glaube ich, ich wäre ein Fahrer oder so und dann nicht. So, und dann durften wir einfach runterlaufen, das ist auch freakig. Also läufst du halt eine Autobahn runter, bist du auch. Ist ja eh gesperrt, ne? Ist eh gesperrt, genau. Also war eigentlich ein ganz geiles Gefühl. Und dann stand ich da oben mit so einem Mob, muss man wirklich sagen. Also es ist Wilmersdorf, eine sehr bürgerliche Gegend, aber das war so ein richtiger AfD-Mob. Ja. Und da waren so, ich sag mal, was man jetzt als gestandene Männer bezeichnen würde, die wirklich so 12-jährigen Sprüche geschrien haben, so, jetzt hack denen den Arm ab, hoho, du kannst ja gar nichts. Also auch erst für die Polizisten, dann dagegen, aber ganz unangenehme Dynamiken. Das hat sich dann zum Schluss geändert, als mehrere jüngere Leute vorbeikamen und mit denen angefangen haben zu diskutieren, wurden die auf einmal ganz leise. Ja. Aber die haben da auch dich ziemlich beschimpft, ja, als Jungen, da kommen wir dann später noch drauf. Aber wir hatten dich immer im Blick und da gab es ja auch ein paar Fotos und Videos, die sind ja da von dir dann so ein bisschen rumgegangen. Aber du hast mal eine Situation erzählt, wo sie dich nicht mehr im Blick hatten. Ne? Also das ist ja meine Aufgabe als Videosupport, sozusagen das Auge sein, dass die Polizisten und die Autofahrer das wissen. Und das ist aber wohl mal anders gewesen. Genau, das war auch eine Autobahnblockade, aber an einer anderen Stelle, die nicht von oben einsehbar ist. Mhm. Und ich war quasi am Mittelstreifen an ein Auto gelockt. Die Polizei war auch ziemlich, ziemlich schnell da. War auch sehr, sehr grob. Also ich glaube, ich habe auch noch nie Menschen so vor Schmerzen schreien hören wie in dieser Blockade von den Schmerzgriffen her. Das war irgendwie das erste Mal, dass es so häufig und so lang passiert ist. Und das, glaube ich, sind auch so Geräusche, die man nicht vergisst. Ja. Und ich war halt quasi am Vorderrad oder an der Vorderachse angelockt. Und die Menschen wurden alle der Kessel war quasi am Seitenstreifen, das war auf der zwei, drei Fahrstreifen weiter quasi auf der anderen Seite. Und die Polizei hat dann alles mit Wannen quasi abgesperrt und Presse entweder halt Platzverweis bekommen, mussten von der Autobahn ganz runter oder mussten halt eben mit quasi im Kessel warten. Und es war alles mit Flatterband abgesperrt und die durften zum Fotos machen, also auch die offiziellen Pressemenschen durften zum Fotos machen quasi nicht an den Wannen vorbei. Das heißt, man hat mich halt gar nicht gesehen. Um mich herum waren auch dann so 12 oder 15 wahrscheinlich auf jeden Fall eine Menge Polizistinnen, als ich gelöst wurde. Und es war eine sehr unangenehm, aber das war eine sehr krasse Erfahrung, weil ich war da halt komplett allein und ziemlich ausgeliefert und am Ende, die haben halt gemacht, was sie wollten. Das fing an, dass sie mich irgendwie erst nach meinem Geschlecht gefragt haben und dass ich gesagt habe, dass ich eigentlich am liebsten keine Pronomen nutze. Hieß es so, ach, also Tischbein und dann war das ganz lange ja er, sie, es. Aber es war halt so ein bisschen so, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einer 5. Klasse. Es waren jetzt nicht Kommentare, die mich ernsthaft verletzt hätten. Aber das ging dann so ein bisschen weiter, als das Lösen begann. Ich hatte so ein Fingerlock, für die es nicht kennen. Das ist, ich kann mal ein Bild einfügen oder so. Das ist so ein kleines Kupferrohr,
das so gebogen ist und in dem steckt man den einen Finger und klebt es quasi mit Füllstoff gut an, dass der fest ist und dann greift man um irgendein Teil, das im Idealfall so ist, dass man das nicht einfach abschrauben kann und dann klebt man den anderen Finger dazu und dann ist das so ein bisschen ja, Mittelfinger auf Daumen zusammen und ist halt fest und kriegt man nicht so gut auf und dann muss man halt, oder muss die Polizei, wenn die diese Versammlungsauflösung durchführen möchte, einen halt quasi da rausschneiden. Und das hatte ich halt gemacht und die haben dann, sind dann mit so einer kleinen oszillierenden Säge gekommen und eine oszillierende Säge, das ist das, womit man auch einen Gips zum Beispiel abmacht, wenn Menschen mal schon mal einen Gips hatten, gerade bei Kindern ist das ganz... Also das kennst du aus der Notaufnahme? Genau, die schneidet quasi, die hört auf zu schneiden oder die schneidet halt, die dreht sich nicht, sondern die vibriert nur hin und her, so ein bisschen wie so eine elektrische Zahnbürste. Ja. Und dadurch, dass Haut ja normalerweise, wenn sie nicht eingeklebt ist, aber dazu später mehr, schiebt die halt hin und her und das, was sie erwischt, also was fest ist quasi, schneidet sie und die Haut würde sie halt nur so hin und her schieben. Ja. Also die Haut ist eingeklebt. Ja. Und die Polizistin haben mir dann noch erklärt, dass diese Säge, die ist ja voll ungefährlich und ich soll mich nicht so haben, das tut nicht weh. Die haben mir dann ziemlich schnell den Finger gesägt. Ich habe dann auch ordentlich geschrien, weil es einfach auch, ich habe schon vorher so, eigentlich hieß es, ich soll meine Hand heben, wenn es wehtut. Also habe ich versucht, so mit der Hand aufzuzeigen, dass es wehtut. Und habe auch, weil die haben alle Ohrschützer dann auf. Es wurde so ein bisschen ignoriert. Dann haben sie mich angeschrien, warum ich nichts gesagt hätte. Und dann haben sie mich angeschrien, warum ich mich jetzt da beschwert hätte. Ich sei ja selber schuld. Mhm. Und so hat sich das dann 3 Stunden oder so hin und her gezogen. Mit irgendwie, die haben mir für insgesamt 4 Schnitte in diesem Fingerlock, 6-mal in den Finger gesägt. Was schon eine Leistung ist. Es war Gott sei Dank alles nicht tief, weil natürlich die tieferen Hautschichten, da funktioniert das Oszillieren dann natürlich auch. Mhm. Aber war sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr ausgeliefert auch, weil einfach niemand, weil ich war da halt alleine, es war nur die Gegenspur da, die halt alle auch ihre Pöbelsprüche rübergeworfen hatten und irgendwie ein Mob aus 15 Polizisten, auch alle männlich, die mich, mir halt erstens erklärt haben, ich sei eine Memme und ich soll mich nicht so haben, ich sei selber schuld und dann schneidet man halt den Finger ab und dann wurde es auch krasser, also dann wurde irgendwie überlegt, das Auto auseinanderzubauen und der Automechaniker hat sich aber geweigert, das zu machen, weil ich an irgendeinem tragenden Teil war und wenn er das halt aufgeflext hätte, wäre halt die Gefahr gewesen, dass es quasi auch, dass es unter Spannung steht, runterknallt, hochknallt und dann voll in mein Gesicht knallt oder auf meinen Kopf und es war halt so, hat der Automechaniker halt gesagt, macht er nicht. Und die Polizei hat es dem befohlen, dass er es machen soll? Die Polizei, das war denen so ein bisschen egal. Das war so ein bisschen, ich hatte da das Gefühl, die Situation ist so ein bisschen gekippt. Und es war nicht so, die haben mich, glaube ich, nicht mehr so richtig als Menschen irgendwie oder als irgendwie Lebewesen wahrgenommen, sondern es war so, das Ding muss jetzt runter und koste es, was es wolle. Mhm. Was ich krass finde, weil am Ende ist es nur eine Versammlung, die aufgelöst wird. Mhm. Und dafür so solche Sachen zu riskieren, dann... Also finde ich, nur um eine Versammlung, um eine politische Versammlung aufzulösen, sowas zu riskieren von Seiten der Polizei oder sowas irgendwie als gerechtfertigt zu halten, fand ich sehr krass. Auch so, ich war da ja fest, ich konnte ja auch nicht weg, ich konnte ja auch nicht sagen, okay, kein Ding, stehe ich auf und gehe ich weg, weil ich war ja fest. Und ich wollte ja auch nicht aufgelöst werden. Und das war sehr... Irgendwann haben sie es dann doch geschafft und haben auch dann doch das Ding nicht durchgeschnitten. Irgendein Polizist hat es dann nochmal versucht und es ging auch so ab. Also es geht dann meistens mit der Zeit ja alles irgendwie irgendwann mal ab. Aber es war natürlich irgendwie krass zu wissen, dass auch echt ein Großteil der Polizistinnen irgendwie gar kein Problem damit gehabt hätte, wenn es schiefgegangen wäre. Und das waren alles Frauen und Leute mit Migrationshintergrund und Queere? Wie? Die Polizeigruppe? Nee, es waren lauter weiße Männer, so wie ich es, oder zumindest männlich gelesene Menschen. Das war sehr, auch in die Richtung, sehr, sehr, sehr unangenehme Stimmung für mich, da so zu liegen. Und, Da gibt es Studien drüber, dass wenn Männer zusammen sind, steigt das Testosteron und sinkt die Hemmschwelle. Und ich muss auch sagen, also vielleicht bilde ich mir das ein, vielleicht ist es dann der Bader-Meinhof-Effekt, den gibt es auch. Da hat irgendwer mal von Bader-Meinhof gehört in den USA und hat es dann überall gesehen. Und ich glaube aber, je diverser die Polizeigruppen sind, je besser die auch die Bevölkerung abbilden, desto weniger hat man solche Situationen. Ja. Und bevor wir dazu kommen, wieso du dir das alles antust, denn du hast ja auch mal den Satz gesagt, ist ja gut, dauert immerhin länger, kommen wir vielleicht noch auf das Letzte. Ihr wart ja gerade auf dem Hype-Train unterwegs, ne? Ja. Kannst du das mal kurz erklären, was das ist? Ja, genau. Also die Wildbienen, die, mit denen wir auf Sylt waren, wir haben dann auch, Sylt ist ja doch ganz schön weit weg von den meisten Widerstandsgruppen und
wir haben dann so, sind dann noch so ein bisschen als Hype-Train eine Woche lang durch Deutschland getingelt und haben so kleinere Widerstandsgruppen besucht, um einfach da so ein bisschen Motivation und irgendwie so ein bisschen so den Startding auch. Wir haben dann immer vor Ort die Straßenblockaden mitgemacht, weil es ja auch cool ist, wenn eine Widerstandsgruppe jetzt irgendwie nur zwei Leute hat, dann ist es halt keine volle Straßenblockade. Dann sind halt wir vorbeigekommen und zack, war es halt eine volle Straßenblockade. Mhm. Wie hast du gesagt, eine Stadt, da ist die SDLG quasi eine sehr motivierte Hummel. Genau. Was sehr krass zu sehen ist, dass auch Menschen das so ganz alleine einfach durchziehen. Mhm. Und genau, da waren wir in Dortmund, in Lippstadt und dann haben wir in München noch die Generalstaatsanwaltschaft bekleistert. Und dann waren wir in Rosenheim und Stuttgart noch blockieren. Und wenn wir bei Polizeigewalt sind, würde ich vielleicht einfach noch mit Rosenheim weiter erzählen. Genau, du hast da so blaue Flecke auf dem Arm, sehe ich, und die sehen auch echt übel aus. Ja, also gelb-blau-braun. Gelb-blau-lila. Das ist das neue Orange oder so. Ja, ich glaube auch. Rosenheim ist ein kleiner Ort in Bayern oder ein Städtchen in Bayern. Ich habe da eigentlich mein FSJ gemacht und in der Stadt auch in dem Klinikum. Und es war irgendwie auch... Ja, wir haben uns in einer Straße blockiert, die auch an zwei Seiten quasi zur Fußgängerzone mündet. Und als wir drauf sind, ist es ziemlich schnell ziemlich eskaliert von Seite der PassantInnen. Ein Mensch hatte so einen Regenschirm mit so einem gebogenen Griff. Ich weiß nicht, Regenschirm. So ein Regenschirm, auf den man sich halt stützen kann, wenn man gehen will. War es eine ältere Person, oder? Ja, aber der hatte den, glaube ich, wirklich nur zum Prügeln mit. Mhm. Und der hat das Ding dann halt auch bei einigen von uns um den Hals gelegt und die quasi um den Hals dann abgerissen. Die hatten alle Würgemale. Also warte mal, die klebten am Boden und er hat sie diesen Regenschirm um den Hals gemacht und hat sie sozusagen abgerissen. Damit auch bis zum Bürgersteig geschleift. Unfassbar. Hat Judith und mich auch an den Haaren gerissen und ausgerissen. Hat man bei mir an der Kapuze, mein Regenmantel war danach irgendwie gesechsteilt. Boah. Das hat dann auch angefangen mit dem Stock irgendwie auf Menschen zu schlagen. Es war total absurd, weil wir sind dahin, wir haben uns dahin gesetzt, irgendwann ist mal ein RTW gekommen, für den haben der ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen, Entschuldigung. Der ist easy durchgekommen, weil wir haben auch in Rosenheim immer eine Rettungsgasse. Mhm. Diese Realisation von, okay, wir sind eigentlich, das sind jetzt irgendwie fünf Menschen, die friedlich und gewaltfrei im Protest kundtun, freitagmittags um 12. Und ein Mensch nimmt es zum Anlass, um uns voll zu verprügeln und 20 andere stehen drumherum und klatschen. Und niemand sagt was. Das war krass. Da hab ich richtig Angst bekommen, wie weit auch Leute bereit sind zu gehen. Und, was meinst du, wieso, woher kommt das? Ich glaube, es ist schon ein großes Problem, dass gewisse Medien sehr, sehr krass immer wieder darüber sprechen, ob man uns jetzt wehtun darf oder nicht. Und dass das ja eigentlich voll in Ordnung ist, wenn man das macht. Und es hat tatsächlich einen Namen, das heißt stochastischer Terrorismus. Und das ist im Endeffekt, wenn Menschen lang genug hören, dass es voll in Ordnung ist, wenn sie uns wehtun, dass es voll gut und richtig ist, uns irgendwie zu verprügeln und dass es eine gerechte Strafe ist und dass wir das ja verdient hätten, auch dasselbe mit irgendwie, wenn Leute von uns angefahren werden. Und das führt am Ende dazu, dass sich am Ende halt jemand findet, der es macht. Und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, auch hier so einfach passiert, dass halt dadurch, dass irgendwie es echt eine Debatte darüber gibt, ob es okay ist, friedlich protestierenden Menschen die Rübe einzuschlagen oder sie tot zu fahren oder abzuknallen oder weiß ich nicht, dann kommen noch eine Menge rechter Sprüche, die ich jetzt hier so gar nicht äußern möchte. Ja. Dadurch gibt es halt auch immer mehr Leute, die denken, es ist in Ordnung, dass sie das machen. Moment, kurze Pause. Wir haben uns in der Nachbearbeitung gegen den Begriff Terrorismus entschieden und für den Begriff stochastische Gewalt. Zwar gibt es in der Literatur den Begriff stochastischer Terrorismus, aber man muss mit Terrorismus immer vorsichtig sein. Es ist eigentlich ein Begriff, mit dem man gar nicht vorsichtig genug sein kann. Viele Leute benutzen den für ihre eigene Agenda und verharmlosen so wirklichen Terrorismus. Sorry für die schlechte Tonqualität, aber hier ist, was Regi mir dazu noch geschickt hat. Naja, also dadurch, dass halt die ganze Zeit im Endeffekt ernsthaft darüber diskutiert wird und also wenn man es von außen betrachtet, ist das schon auch sehr absurd, ne? Dass irgendwie ernsthaft in Zeitungen darüber diskutiert wird, ob es in Ordnung ist, Menschen, die erstmal in irgendeiner Form auch immer Teil einer Versammlung sind, zu überfahren, dann normalisiert es natürlich auch den Gedanken, dass es okay ist, Leute zu überfahren, die sich auf eine Straße setzen, um da erstmal Protestkunst zu tun. Und das führt dann dazu, dass am Ende irgendein Autofahrer halt
da steht und sich denkt, ja, dann mache ich das jetzt auch. Und genau, stochastische Gewalt ist quasi das Phänomen, dass je öfter man quasi das äußert, je öfter man sagt, das sollte man jemand machen, dann findet sich halt auch irgendwann jemand, der einen Menschen überfahrt. Und das ist auch das, was wir aktuell sehen und erleben, dass einfach Menschen ausrasten und massiv gewalttätig werden, Leute anfallen, Leuten auch irgendwie über die Hände fahren. Und genau, das ist auch mit Schuld von gewissen Medien, die da in die Richtung Bericht erstatten. Und auch wenn, ich glaube, die Berliner Innensenatorin war das, die gesagt hat, es ist ja schon schade, dass Selbstjustiz gegen uns strafbar ist. So, nein, es ist nicht schade, genauso wie wir unsere Gerichtsverfahren dafür kriegen, dass wir Straßen blockieren oder irgendwie einen Privatjet mit Farbe ansprühen. Genauso kann es halt nicht sein, dass der Rechtsstaat dann nicht andersrum genauso gilt. Und dass es, also wir kriegen ja unser Strafverfahren, es ist einfach nicht notwendig, uns zusätzlich zu bestrafen. Das ist auch einfach nicht richtig. Also das gibt irgendwie einem erstmal an dem Protest unbeteiligten Zivilpersonen nicht das Recht, uns irgendwie weh zu tun oder auch uns irgendwie zu verletzen. Und ja, genau. Als die Polizei dann vor Ort war, stand der Mensch einen halben Meter hinter mir und hat einfach weiter geschimpft und gebrüllt und gedroht. Und ich habe die Polizei dann nur gebeten, ich habe nicht mehr angesprochen, was vor Ort passiert war, weil ich auch einfach zu der Situation viel zu überfordert und irgendwie zu geschockt war, was eigentlich passiert ist. Und die meinte, nö, den können uns jetzt hier auch nicht wegmachen, weil wir, also die fünf Menschen, die sich da auf die Straße gehockt hätten, sind ja die Kriminellen, um die sie sich jetzt kümmern müssen. Mhm. Und es haben dann zwei, drei PassantInnen auch versucht, bei der Polizei Anzeige zu erstatten gegen den und haben sich im Nachhinein dann auch so ein bisschen, waren so, ja, also hey, sie waren da hier voll gewalttätig und das gehört sich nicht und denen das so ein bisschen gerügt, aber in der Situation ist niemand eingeschritten und die Polizei, dem war alles so ein bisschen halt egal. Also es war so, ja okay, hat er halt gemacht, jetzt steht er da und pöbelt ein bisschen weiter und sie müssen sich um uns kümmern, weil wir sind ja hier die Kriminellen. Und das war schon sehr krass. Wir wurden dann auch in Gewahrsam genommen in Rosenheim. Wir hatten am Nachmittag ein Picknick angesetzt und das Picknick und irgendwo gab es zwei, drei Städte weiter, gab es eine angemeldete Demo Gegendemo gegen eine rassistische Kackscheiß-Demo der AfD. Mhm. Bitte zensieren oder auch einfach nicht zensieren. Okay. Wir wussten auch davon, von dieser Demo gar nichts, unabhängig davon, es ist eine angemeldete Demo, da dürfen wir hin. Und auch vor der Haftrichterin war das der Grund, dass wir im Präventivgewahrsam genommen wurden. Dass wir quasi am Nachmittag ein Picknick angemeldet hätten und weil wir ja picknicken, ist das schon auch kriminell. Mhm. Dass es abends auch eine angemeldete Demo gab, an der Teilnahme man uns quasi hindern wollte. Und ich kam auch zu der Haftrichter rein, das war total absurd, die hatte einfach diese Bögen schon fertig ausgefüllt und unterschrieben. Ach krass. Und hat dann noch mit mir geredet und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eben nicht nochmal eine Straße blockieren wollen, dass wir das fertig sind für Häuser, für diesen Tag eben keine weitere Straßenblockade planen. Und das war ja so ein bisschen egal, das hat sie auch nicht mit reingeschrieben. Reingeschrieben hat sie dann nur bei allen auch dasselbe, nämlich dass ja, wir am Nachmittag ein Picknick hätten und irgendwo gibt es eine Anti-AfD-Demo, zu der wir nicht hin sollen. Und das war dann der Grund, dass wir 10 Stunden in Gewahrsam sein mussten. Das war ein sehr grausiges Gewahrsam auch. Okay, wieso? Wir mussten uns, also es war im Keller, wir mussten uns im Flur komplett nackt ausziehen bis auf den Schlüppi. Vor so Spinden. Es sind auch immer wieder männliche PolizistInnen reingekommen, waren so, oh, ups, Entschuldigung, nichts gesehen und wieder raus. Dann waren wir alle in der Zelle, da gab es dann so eine Decke, aber auch so eine Einwegdecke. Die Klimaanlage war ziemlich laut und auch sehr, sehr kalt. Ich bin jetzt auch ein bisschen erkältet, ich hoffe, man hört es nicht so raus. Mhm. Es war super kalt, ich habe richtig gefroren und habe dann auch erst nach längerer Zeit eine zweite Decke bekommen. Die haben sich geweigert, die Klimaanlage auszumachen. Dann die ganze Zelle war quasi mit einer Videokamera überwacht, das war alles einsehbar und es war halt auch so, normal, wenn einem kalt ist, würde ich jetzt sagen, okay, mache ich ein paar Kniebeugen, dann wird mir wieder warm, aber ich mache jetzt ja nicht nackt im Schlüppi Kniebeugen, wenn ich weiß, dass oben irgendwie 10 Polizisten die Kamera mit Zweifel also mit anschauen. Also ihr wart nackt dann in der wir Zelle? Wir saßen, wir hatten alle einen Schlüppi an. Ja. Also wir durften nur die Unterhose anbehalten, sonst nichts. Ist ja unfassbar.
das ist auch in der Bayerischen Gewahrsamsordnung erlaubt, wenn die besondere Gefahr besteht, dass wir uns selber damit was antun würden. Und die besteht offensichtlich nicht. Jetzt sagen aus medizinischer Sicht, wenn bei Menschen die Gefahr so groß ist, dass sie weniger Kleidung anhaben dürfen, als sie in der geschlossenen Psychiatrie anhaben dürfen, dann ist es vielleicht der Punkt, an dem die Polizei nicht mehr zuständig sein sollte, dann ist es der Punkt, an dem eine Person tatsächlich ein medizinisches Problem hat und in die Psychiatrie oder eine andere medizinische Hilfeeinrichtung überwiesen werden muss und nicht in der Gewahrsamszelle. Ja. Aber das am Rande. Auf jeden Fall waren wir da halt komplett nackt mit unserer kleinen Decke. Die konnte man sich dann so ein bisschen umwickeln. Ich habe mich dann in eine Ecke gekauert und gebetet, dass es wärmer wird oder so. Ja, aber ich hatte ein Klo in der Zelle. Es war auch einsehbar mit der Kamera, aber kein Klopapier. Nach 3 Stunden habe ich dann endlich auch Klopapier bekommen. Ich durfte mir nicht die Hände waschen, weil das ist hier nicht vorgesehen. Irgendwie... Mittelalterlich. Es war total... Also es war auch eine sehr, ja, es war einfach sehr, es war halt saukalt und richtig grausig und auch sehr entwürdigend, einfach da zu wissen, okay, ich hocke jetzt da nackt und es halt hält halt die ganze Zeit eine Überwachungskamera drauf und auch wenn ich was gebraucht hatte, ist halt nicht so, einmal habe ich irgendwie was zu trinken bekommen, dann kommen halt auch männliche Polizistinnen in die Zelle und dann steht man da und hält sich so behelfsmäßig so eine Einwegdecke rüber. Ja. Und es war sehr... Wir durften dann auch, mir wurde der Anruf verwehrt, also ich durfte auch keinen Anwalt kontaktieren, weil da gab es einen Rufknopf und dann ist die Antwort aus dem Rufknopf war, das gibt's im Film und nicht bei uns. Und mit Schwung aufgelegt. Also so ein bisschen wie im schlechten Film. Ja. Und ich wollte das so kommen, dass ich das dann auch schriftlich bekomme. Das habe ich dann beim Rausgehen auch nicht bekommen. Und ja, am Ende, ich glaube, wir sind alle jetzt einfach fett erkältet und krank. Aber gut, das, also mehrere Sachen. Das zeigt ja Folgendes, würde ich so mal sagen. Das zeigt ja, dass die wirklich Angst vor uns haben, dass die sowas mit euch machen, was ja völlig unverhältnismäßig ist. Ja, ne? Es ist auch einfach Schikane. Genau, das ist ja Schikane und also grenzt ja schon so an Folter, muss man jetzt noch nicht drum herum reden. Und ich wollte da vorher auch noch mal was sagen, bei den Medien, musst du ja nicht unbedingt beim Namen nennen, aber ich kann das, also Bild, Springer, Welt, mir hat neulich wer eine Weltartikel zugeschickt und Welt ist einfach eine Bild für Leute, die ein schöneres Design mögen und das Bürgerliche vorkommen und die SMS von Döpfner sind ja auch geleakt, der findet der Klimawandel ganz super und Christian Lindner muss mehr machen und diese, wie nennt es das, stochastische Terrorismuskampagne, ich sehe die auf dem YouTube-Kanal und ignoriere ja halt auch, da kommt immer wieder ein Satz, es dauert nicht mehr lange, da überfährt wahrscheinlich einfach irgendwer wen. Und dann gibt es Tote. Und das wird immer so gesagt, als hätten die Leute Angst davor. Aber im Grunde genommen wollen die das quasi nur selber sagen, die wollen das. Und das ist, finde ich, so eine Art, wie man Leute aufstachelt. Und das Interessante an dieser Definition ist ja, wir haben uns ja angeguckt, dass der sozusagen dazu aufruft, im Grunde genommen der Terrorist ist. Ja. Also auch so mit Gewalt im Internet und so weiter. Aber gut, jetzt haben wir ganz, ganz viel erzählt und so weiter. Aber wir sind ja beide trotzdem bei der letzten Generation und das hat ja auch Gründe. Wieso tust du dir das alles an? Frage ich mich auch öfter. ich habe sehr lange nichts irgendwie unternommen und hatte ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie im Klima noch was reißen würden. Ich bin 21, ich bin so ein bisschen mit der Erzählung groß geworden von, fürs Klima, also auch als ich ein Kind war, war es so ein bisschen, fürs Klima will niemand was machen, da habt ihr halt jetzt Pech gehabt. Geil. Und ja, irgendwie angefangen hat es, ich bin recht früh vegan geworden, auch als ich noch irgendwie in Bayern auf dem Bahnhof von meinem Onkel mitgewohnt habe, war damals, glaube ich, auch im Politikum. Du hast auch eben eine Cola getrunken, du bist ein schlechter Mensch. Das kommt auch in der Bild gleich. Absolut, absolut. Das bitte rausschneiden, sonst kommt es wirklich in die Bild. Okay, machen wir. Und irgendwann habe ich aber auch festgestellt, dann war ich ein paar Jahre vegan und die Wälder haben immer noch gebrannt. Ja. Und es hat am Ende irgendwie so nicht wirklich was gelöst. Und was dann dazu gekommen ist, ist, ich habe ein FSJ im Krankenhaus gemacht und war da auch einen Monat in der Rettungsstelle. Und es war so ein grausiger Sommer, ich glaube Sommer 21. Viel Covid, viel Hitzetote, viele Menschen, die am Bein gleichzeitig verreckt sind. Und es war echt krass zu sehen, ich will sagen, es verfolgt mich immer noch so ein bisschen. Aber ja, das sind halt Tote, die können wir verhindern oder die hätten wir verhindern können schon damals. Es gibt ja nicht mal funktionierende Hitzeschutzkonzepte, auch in Kliniken. Also es ist sehr nett, wenn irgendwie wir jemanden bekommen, der wegen Hitze jetzt, wo sich die Grunderkrankung sehr stark verschlechtert hat. Aber bei uns in der Notaufnahme hat es halt auch 30 Grad. Also es ist halt,
war am Ende einfach sehr, sehr krass, da so mehr oder weniger hilflos zusehen zu müssen. Und das beschäftigt mich schon sehr. Ich studiere jetzt Medizin und ich habe sehr, sehr große Angst davor, dass ich bin in 5 Jahren fertig, in 4,5. Und zu wissen, ich werde dann irgendwann diese Toten wieder haben und dann werde ich mich fragen müssen, warum habe ich das nicht verhindert? So, warum, da muss ich irgendwie in der Familie erzählen, ja, so und so, das Kind, es betrifft jetzt ja nicht immer Onkel Gerhard, der seit 70 Jahren Kette raucht und jetzt 105 Jahre alt ist, sondern es sind Menschen, die vulnerabel sind, das sind Kinder, das sind alles über 50, das sind alle, die irgendwie Bluthochdruck haben, also das ist halt irgendwie jeder Zweite. Und gerade Hitzetote werden ja auch nach allen Prognosen rapide zunehmen. Ja, die nehmen schon rapide zu jeden Sommer. Das ist auch ein großes gesellschaftliches Problem, weil es ja gerade die arme arbeitende Bevölkerung trifft, die irgendwie der Durchschnittsmensch, der irgendwie draußen arbeiten muss. Also alle Jobs, die draußen sind, alle Jobs, die irgendwie Dings sind. Ganz, ganz viel auch Familien mit Kindern, alle, die Care-Arbeit machen. Aber wieso gehst du nicht in die Politik? Dann bin ich so entweder die Grünen, oder? So in etwa, ja. Dann kann ich auch Lützi räumen lassen. So in etwa, ja. Aber gut, nee, man könnte ja sagen, dann gibt es eine neue Partei. Also ich verstehe das Argument. Ich mache auch ein bisschen Hochschulpolitik ab und zu noch. Und ich glaube, das Problem ist einfach, ich muss ja nicht in die Politik gehen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich ans Grundgesetz halten müssen. Also ich finde, das ist ja oft irgendwie was falsch rüberkommt. Wir haben ja nicht das Rad der Politik neu erfunden, sondern die Bundesregierung bricht jeden Tag das scheiß Grundgesetz. Das brauche ich ja nicht neu erfinden. Das gibt's ja schon, steht ja schon da. Also man muss sich nur dran halten. Und, inwiefern bricht sie das? Kannst du das kurz erklären? In Artikel 20a im Grundgesetz steht im Endeffekt, dass wir nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen leben sollen und dass es auch quasi Aufgabe ist, die Lebensgrundlagen zu schützen. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich definieren, aber basically so. Die Tatsache, dass die Bundesregierung unsere Lebensgrundlagen schützen muss, damit wir auch in einem Jahr noch was zu essen haben, steht im Grundgesetz. Und naja, aktuell passiert eher das Gegenteil. Und nicht eher, sondern aktuell passiert einfach das Gegenteil. Die Welt brennt und man schüttet fleißig Benzin mit rein, weil die Fossilien so toll sind oder so. Genau, es gab bei unserer Autobahnblockade stand ich ja da oben und da war ein Jurist. Und das war ganz interessant. Und den habe ich dann gefragt dazu und der hat sich drauf versteift, dass das kein Grundgesetzbruch ist. Und dann meinte ich, naja, aber das Bundesverfassungsgericht sieht das anders. Und dann hat er die Lippen ganz, ganz dünn gemacht, weiß ich noch. Und es sah aus, als hätte er sehr viel Druck auf dem Kopf. Ja. Und ich fand das einen interessanten Widerspalt zwischen seiner persönlichen wahrgenommenen Autorität und dem Bundesverfassungsgericht. Ja. Und ich finde das ja auch interessant zu Leuten, die halt sagen, ja, wir sollen halt in die Politik gehen. Naja, bis zu den Kipppunkten sind es 1 bis 2 Jahre. Ja. Und vor allen Dingen das Grundgesetz. Also egal, wo man jetzt politisch steht, in welcher Partei, sonst was, Grundgesetz einhalten, also außer vielleicht bei der AfD, das sollte ja relativ Konsens sein eigentlich. Ne? Ja, und es ist tatsächlich es ist schon absurd, dass ich mich jetzt irgendwie 15 oder 20 Mal auf eine Straße geklebt oder betoniert habe, damit die Bundesregierung sich zumindest mal daran erinnert fühlt, das Grundgesetz einzuhalten. Und die brechen das jeden Tag und das ist nicht okay und deshalb machen wir das und deshalb, das ist auch, ich habe es meinen Polizisten erklärt, ich habe vorher die Situation beschrieben von der Autobahn, die so sehr unangenehm war. Ich war am Tag wieder auf der Autobahn und mit derselben Einheit auch wieder, dieselbe Polizeieinheit ist gekommen. Der ist auch hergekommen zu mir und so, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, nicht Sie schon wieder so. Hat es Ihnen gestern nicht gereicht? Und da dachte ich mir auch, also der dachte, wenn er jetzt irgendwie mich einmal lang genug irgendwie scheiße behandelt, kann er quasi, dann war es das für mich. Und dass ich am nächsten Tag wieder da war, hat, glaube ich, sein Bild auch so ein bisschen zerstört. Und ich habe dann versucht zu erklären, dass wir machen das ja nicht, weil es Spaß macht. Weil so, Spoiler, das tut es einfach nicht. Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Nee. Straßenblockaden sind schon einfach, nicht geil, macht keinen Spaß, ist immer scheiße und immer grausig. Und okay, die eine am Potsdamer Platz, die war aber, da warst du noch gar nicht dabei anscheinend, die war mit Keksen und Eistee und da haben wir nett mit Leuten geredet. Die war schön, also die hat wirklich Spaß gemacht. Ja, manchmal gibt es PassantInnen, die sind total lieb und bringen auch was dabei, aber auch das, was im Nachgang kommt, was man ja nicht so sieht, die Strafverfahren, die Polizeipost, Razzien, Telefonabhörung, der ganze Spaß, der da passiert. Es macht keinen Spaß, es ist nicht geil, es ist halt scheiße so. Aber es ist halt notwendig. Und an dieser Notwendigkeit ändert sich einfach nichts. Egal wie hoch die Repressionen sind, egal wie schlimm die Erfahrungen sind, so, es ist und bleibt notwendig. Das ändert sich erst, wenn die Bundesregierung aufhört, das Grundgesetz zu brechen und wir endlich die Lebensgrundlagen schützen. Und
solange, glaube ich, werden wir alle weitermachen. Und das stimmt. Also, und da muss man ja auch ganz klar sagen, dass es wirkt. Ne? Es gab jetzt neulich die Statistik, dass wir 0,8% der deutschen Medienlandschaft sind über uns, berichten über uns, was unglaublich viel ist. Und dass man wirklich auch statistisch nachweisen kann, dass wir Leute zum Klimaschutz bewegen. Ja. Nicht die, die sowieso schon dabei sind, auch nicht die, die voll dagegen sind, Leugner, AfDler, sonst was, sondern die in der Mitte. Ja. Ne? Und die müssen uns nicht mögen, ist ja kein Beliebtheitswettbewerb. Ja, ne? Ne? Auch kein Schönheitswettbewerb. Ja. Wir sehen ja auch manchmal da scheiße aus, wenn wir da irgendwo so durch den Wind sind und so. Ist ja auch okay, kann man ja machen. Aber das ist ja nicht. Und, aber ich wollte jetzt nochmal fragen, nochmal ganz zum Schluss, wollte ich nochmal zwei Themen anschauen. Und eins ist, wie kommst denn du persönlich mit dem psychischen Druck einfach klar? Also ich weiß, Notaufnahme, du bist da wahrscheinlich schon geübt, aber... Ja, also ich glaube, ich habe, der Punkt ist, glaube ich, einfach, ich hab viel Angst. Mhm. Auch auf Sylt, wir hatten da ein paar kritische Situationen, auch mit Hells Angels und den Schlägertrupps der Reichen. Bitte was? Ja. Wir können auch länger machen, wir können auch zwei Folgen machen. Gut, dann, erzähl mal, wir machen einfach ein bisschen länger, schneide ich raus und so, dann, ich mach irgendwann nochmal eine 5 und nochmal eine 1. Okay, auf Sylt hatten wir, es war sehr krass zu sehen, auch wie die, das Rechtsverständnis der Superreichen. Ich habe tatsächlich eher damit gerechnet, dass dann irgendwie ein super fancy Anwalt kommt und mir erklärt, was ich jetzt alles für Schulden habe. Und dann kann ich sagen, okay. Zum glänzenden Anzug und so. Ja, genau so. Ich dachte halt, das ist so. Und klar, die Super machen sich auch selber die Finger nicht schmutzig, aber die haben schon auch ihre Prügeltrupps. Und wir haben auch zum Teil vor Augen der Polizei Morddrohungen bekommen. Die haben sich direkt vor uns gestellt. Einer stand auf meinen Füßen die vor Hells mir. Die Hells Angels jetzt? Nee, der normale Prügeltrupp. Ich weiß nicht, wo die dazugehört haben. Moment, was für ein Prügeltrupp? Die hatten da so ihre Angestellten in dem Hotel. Securities quasi? Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Okay, also irgendwelche nicht Leute? Nicht erkenntlich, zugekennlich auf jeden Fall. Der Mensch, also ich bin dann nicht so ein sehr großer Mensch. Und also im Zivil? Ja, genau. Der stand vor mir, der hat sich auf meine Füße gestellt, hat mir ins Gesicht gespuckt und dann gab es Morddrohungen. Die Polizei hat artig weggeguckt zu der Zeit. Ach du meine Güte. Die Polizei hat uns auch auf Sylt irgendwann erklärt, dass sie im Endeffekt uns jetzt auch nicht mehr schützen können. So, wir haben uns halt mit den Falschen angelegt. In der Einkaufsmeile war dann auch ein Mensch mit Kutte da, also ein Hells Angels-Mensch mit einer Kutte. Und hat da auch nochmal einen Journalisten verprügelt. Was? Der dann auch von der Polizei zwar so ein bisschen geschützt wurde, aber die war da auch so ein bisschen... Naja, was ist machtlos, aber da jetzt auch nicht wirklich was gegen gemacht. Krass. Dann wurde auch die Adresse von Judith, einer anderen Person, die mit in Sylt war, veröffentlicht. Die hat zwei Kinder daheim und da wollten Nazis irgendwie vom Haus aufmarschieren. Und es ist schon krass zu sehen, wie das dann irgendwie okay war, dass das passiert ist. Also wie das so ein bisschen auch vor Augen der Polizei das irgendwie... voll okay war, dass wir bei jedem Protest massive persönliche Morddrohungen, anders als die Morddrohungen auf der Straße, einfach so sehr viel, so wir finden raus, wo wir wohnen und wir bringen euch um, mäßig. Mhm. Da ist nicht viel Interpretationsspielraum. Nee, das ist nicht, vielleicht rutscht mir der Fuß aus und ich fahre über euch drüber, sondern es war schon sehr konkret, dass so wir brechen euch alle Knochen und Co. Das war sehr, hat mir sehr, sehr große Angst gemacht. Das hat aber irgendwo auch gezeigt, dass wir halt das richtig, wir haben halt ein Nest gestochen. Ja. Dass wir haben halt einen vulnerablen Punkt getroffen. Wir haben den Punkt getroffen, dass halt einige wenige Leute unsere Lebensgrundlagen zerstören und eigentlich so wir als deren Lebensgrundlagen da gerade einfach zerstört werden, das nicht in Ordnung finden und dass wir eigentlich dem Ganzen, also eigentlich die Regierung dem Grenzen setzen muss und dass auch wir als Gesellschaft uns überlegen müssen, okay, warum streiten wir uns über Duschzeiten, während irgendwie so ein paar wenige komplett drauf scheißen. Ja, das ist ja auch vor allen Dingen sehr krass, wenn man bedenkt, also wenn ich jetzt so ein Superreicher wäre, irgend so ein Millionär, der Privatjets hat oder Milliardär, und dann schicke ich Hells Angels. Also das ist ja wirklich sowas von, ich weiß nicht, naja, brutal halt, also und grob. Ich will jetzt auch gar nicht alle aus dem Geld über einen Kamm scheren, aber Geld kommt ja nicht von irgendwoher. Und auch das ist ja tendenziell nicht entstanden, weil der Mensch einfach für Mindestlohn seit 40 Jahren durcharbeitet, sondern tendenziell ja auch auf ausbeuterischen Strukturen und auch wahrscheinlich nicht unbedingt immer nur auf guten Strukturen und auch, keine Ahnung von Markt und Handel, ne? Aber auch da kann ich mir gut vorstellen, dass es legale und weniger legale Methoden gibt. Und wer mal Geld hat, hängt natürlich sehr dran, das zu behalten. Und Geld ist ja nicht nur Geld, es ist ja auch sehr viel politische Macht. Also es ist ja auch einfach, die Reichen haben halt eine sehr, sehr starke Lobby. Und eigentlich wäre es eher ihre Verantwortung, sich genauso für den Erhalt unserer und ihrer Lebensgrundlagen einzusetzen. Stattdessen nutzen sie es, um irgendwie das Recht, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören, auszubauen. Und das war schon eine krasse Erfahrung. Wir sind dann
Die sind uns, glauben wir zumindest, bis zur Unterkunft auch gefolgt. Wir sind mit dem Bus 1 früher ausgestiegen, sind dann irgendwie durch den Wald gelaufen, auf dem Rückweg von Sylt runter. Und dann war irgendwann so ein kurzer weißer Transporter vor unserem Haus. Wir hoffen alle mal noch, dass es einfach Zivis waren, aber wir wissen es nicht wirklich. Und dann haben sich Gott sei Dank sehr schnell irgendwie sehr liebe Menschen gefunden, die 2 Stunden später mit 3 Autos da waren und uns in einer Hauruck-Aktion abgeholt haben. Oh, krass. Nachts um 11 oder so. Das war schon. Und wie machst du das? Also man sieht, du hast ja auch du hast ja hier noch orangene Farbe auch an den Schuhen. Die sehen sehr Neukölln-Hipster aus. Die treffen sehr die Nase mit dem Haar ist auch so ein Punkt. Und du hast so komische, du hast deinen Sonnenschutz sehr selektiv aufgebracht. Also Leute, cremt euch gut ein, bevor ihr euch mit Farbe beschallert, weil sonst wird nur der Teil der Haut kriegt Sonnenbrand, an dem nicht Farbe ist, und dann hat man gepunkteten Sonnenbrand. Lichtschutzfaktor, was hast du gesagt, 100? Lichtschutzfaktor 100, glaube ich. Also eine Schicht Wandfarbe ist auf jeden Fall ein guter Lichtschutzfaktor, aber macht halt auch gepunkteten Sonnenbrand beim Rest. Na gut, okay, aber nochmal zu dir, also wie gehst du damit um für dich persönlich? Ich glaube, ich habe es, ehrlich gesagt, ich glaube so ein bisschen, es ist ein bisschen Verdrängung, was wir immer kritisieren, was die Menschen beim Klimawandel machen. Es ist ein bisschen, ich habe schon jetzt mehr Angst, wenn ich unterwegs bin. Ich bin viel mit Hut draußen. Okay, fällt aber hier im Hipster Central eigentlich nicht auf. Nee, kannst du also Federbohr aufwarfen. Ich habe ziemlich rote Haare, die doch wahrscheinlich ein bisschen auffallen. Es gab Fotos von uns in einigen rechten Chatgruppen, die dann auch die Bild sehr schamvoll mit schwarzen Balken über den Augen auch noch veröffentlicht hat, um die Debatte weiter anzuheizen. Was sehr, ja, es ist schon irgendwie, ich habe schon Angst, dass es irgendwie, dass ich irgendwann mal, also so im Alltag mache ich mir nicht so Sorgen, aber ich habe schon Angst, dass ich irgendwann mal irgendwie alleine abends von der Arbeit heimfahre und dann halt alleine bin und irgendjemand mich halt zusammenschlägt. Das macht mir schon große Angst, aber das ist, zum einen ist das was ich nicht ändern kann. Und auch das ändert schlussendlich nichts an der Notwendigkeit für unseren Protest. Also, es ist scheiße und es ist nicht cool, wenn es passieren wird. Und ich habe große Angst davor, dass es passieren wird. Aber wenn es wird mich nicht daran hindern, weiterzumachen. Und das ist, ja. Ja, das ist ja auch das, also so paradox das klingt, das ist ja auch Teil der Theorie der Veränderung, dass man halt zeigt, wie hässlich die Repression ist. Und ich glaube, niemand will mit solchen Leuten auf einer Seite stehen. Ne? Oder wirklich nur Leute, bei denen irgendwas ganz grob falsch ist. Und im Grunde geht es auch. Und Punkt 2 ist, wir hoffen einfach, dass mehr davon Gerede ist als Taten. Ja, da müssen wir einfach drauf hoffen. Und eine letzte Sache würde ich mit dir gerne noch ansprechen. Und zwar, ich gehe immer wieder zurück zu dieser A100-Autobahnblockade, weil da war ich ja das einzige Mal Wildhummel. Und es war für mich ja auch schon ziemlich krass. Und was ich so interessant fand, unter den großen Kindern da oben, unter diesen Männern, die da runterschreien, die haben dich auch beleidigt. Und zwar als Junge. Weil wir haben dich ja, du hattest eine Betonhand, also du warst dort und wurdest ja auch abgeflext, ne? Und man sah dich halt nur von oben, also da konnte man auch relativ wenig sehen. Und du hast ja auch schon ein paar Mal RCS angesprochen, du hast Leute als Mensch angesprochen. Das Thema Gender, wie löst du das für dich und was hat das für dich mit der LG zu tun? Ich bin queer und auch nicht binär und das ist, mit den Betonhänden ist ein lustiges Phänomen. Ich wurde eine Zeit lang, als ich irgendwie so mittellange Haare und es war halt kalt, man hat halt eh irgendwie irgendeine Regenjacke an, wurde ich sehr lang männlich gelesen, einfach weil ich glaube, Leute gehen eher davon aus, dass das so ein Typ, das passt besser, es passt nicht so gut, das klassisch weibliche Stereotyp, sich auf eine Autobahn zu betonieren. Wurde auch so, solange ich noch männlich gelesen wurde, sowohl von Passanti als auch von Polizisti irgendwie ein bisschen ungrober behandelt, zumindest gefühlt. So viel zu dem Thema von oben. Auch die BZ hat mich männlich gelesen. Ja. Es ist ein bisschen lustig, weil ich als nicht-binärer Mensch ist halt so ein bisschen, you're so close, but so far away. Kannst du nicht mehr, kannst du das mal kurz erklären? Ja, genau. Also im Endeffekt, es gibt sowohl biologisch als auch, also Gender und Sex sind ja zwei Ebenen, jetzt wird es medizinisch. Ja. Aber es gibt sehr, sehr viele biologische Geschlechter und auch da gibt es eine Theorie, dass das eigentlich auch so ein bisschen ineinander übergehend ist und vor allem in der Geschlechtsausprägung und auch in der Geschlechtsidentität, also dem, was man klassischerweise als Gender versteht. Das ist halt quasi ein Spektrum und in unserer Gesellschaft ist es so ein bisschen binär. Also du bist entweder ein Mann oder du bist eine Frau, aber es ist eigentlich eher so ein Pol und so ein Spektrum und als nicht-binär heißt im Endeffekt einfach nur, man passt in keine dieser beiden binären Kategorien so richtig rein und liegt halt irgendwo auf diesem Spektrum dazwischen oder ganz außerhalb des Spektrums und das ist
glaube ich, auch so ein bisschen so ein Sammelbegriff. Ich will jetzt da auch gar nicht, ich bin jetzt kein Queer-Experte. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die irgendwie sich nicht im binären Spektrum wiederfinden. Und genau, das Nicht-Binär ist so ein Begriff, der so da für vieles ganz gut passt, was irgendwie passt halt nicht ins binäre System. Und ich glaube, es ist schon so, was auch mein Aktivismus prägt, weil als queere Menschen sind doch einfach immer sehr, sehr schnell auch vom Rechtsruck betroffen. Und es macht mir auch große Angst zu sehen, mit welchen Sprüchen zum Teil PolitikerInnen hantieren, wenn es um uns queere Menschen geht. Und ich glaube, der Punkt ist, als queere Person kann man nicht unpolitisch sein, weil die Tatsache, dass wir existieren, ist ein Politikum, weil es gibt PolitikerInnen, die wollen nicht, dass wir existieren. Das gab auch sehr lang sehr, und auch woanders auf der Welt gibt es sehr, sehr krasse Verfolgung und sehr, sehr viel Gewalt. Und ja, oder die leugnen, dass sie existiert. Gibt's ja auch, genau. Ne? Also das ist ja noch die angenehme Form. Dann existiert man noch. Das ist besser, als ihr dürft nicht existieren. Stimmt. Und das ist glaube ich, schon was mir eine sehr große Angst macht, auch was die Klimakatastrophe angeht. Wenn wir so weitermachen wie bisher und Dinge rationieren müssen, dann ist die Gefahr einfach sehr, sehr hoch. Auch mit dem Rechtsruck, den wir sehen, dass queere Menschen, wie alle anderen marginalisierten Gruppen auch, wie Menschen mit Behinderung, wie Menschen, die nicht, Zitat, biodeutsch aussehen, als Erste quasi irgendwie dann, naja, die Gewalt abbekommen. Und das ist, glaube ich, das ist was, wovor ich einfach sehr, sehr große Angst habe. Ich bin damals vom bayerischen Dorf nach Berlin gezogen, eigentlich, weil ich dachte, dass es hier offener und freier ist. Und ich habe das sehr als Befreiung empfunden, irgendwie auch in Berlin, das nicht verstecken zu müssen. Und es macht mir ganz, ganz große Angst, wenn ich mir vorstelle, dass wir irgendwo wieder dahin steuern, wo es so ist, dass man das verstecken muss, wo es so ist, dass man nicht einfach, dass ich nicht einfach eine Beziehung führen kann und dass ich, dass das einfach eine reale Gefahr ist, dass ich als queerer Mensch halt queer bin. Und ich glaube, das ist bei mir auch mit ein Grund, warum ich überhaupt politisch aktiv geworden bin, weil also unsere Existenz ist halt politisch. Das heißt, man kann, solange es eine politische Debatte darüber gibt, ob wir sein dürfen oder existieren dürfen, sollen wir auch immer oder nicht existieren dürfen, ist halt, dass man als Mensch, der queer ist, halt und damit irgendwie Objekt dieser Debatte ist, ist man halt politisch. Man kann, nicht queere Menschen können sich raushalten und sagen, ist mir egal, betrifft mich nicht. Aber ich kann mich nicht raushalten und sagen, ist mir egal, betrifft mich nicht, weil es betrifft mich halt. Es gibt diesen schönen Begriff, den gab es in den 90ern. Jetzt lass uns das doch mal ideologiefrei machen. Und der bedeutet, übersetzt ja einfach nichts anderes, als lass uns das mal genau auf der Ideologie machen, ja. die Mainstream-Ideologie sind. Ich kann das, soweit das als weißer, blöder Cis-Mann zu nachvollziehbar ist, vielleicht so ein bisschen für mich verständlich machen. Ich war früher Punker und jetzt sehe ich ja super spießig aus und auch biodeutsch und so. Und das war so krass für mich, diese Umstellung. Das war dann nach einer Reise, da war ich ein Jahr weg aus Europa und kam dann wieder, wie freundlich auf einmal die Leute waren. Ja. Und ich habe das nie gecheckt, dass das wegen meines Aussehens ist. Ich dachte halt, die Leute, also Berlin sind sowieso Arschlöcher, muss man jetzt nicht drum rumreden. Aber ich dachte halt generell, die Leute, da hätte man immer so einen krassen Negativ. Und ich hatte diese eine geile Szene, wo ich dann durch eine Razzia gerannt bin, weil ich die S-Bahn nicht gekriegt habe. Und da sah ich dann aber schon wieder so normal aus, hattest du für mich, aber in meinem Kopf sah ich halt immer noch wie früher aus. Halt, ne? Also mit irgendwie schwarze Kutte und komische weirde Haare und so. Und dann kamen mir Polizisten nachgerannt. Haben auf der Treppe kam runter, ich war der Einzige auf dem Bahnsteig, haben mich auf einmal angeguckt, haben sich angeguckt und sind dann wieder umgedreht. Und da dachte ich, ach du Scheiße. Also früher hätten die mich noch irgendwie mitgenommen, zusammengeschlagen, sonst was. Und jetzt sehe ich normal aus. Und was ich aber bei der letzten Generation so krass finde, ist, dass es nicht da nur, es ist ja nicht so die Typ, es ist ja keine in dem Sinne typisch linke Bewegung, ne? Weil es gibt ja einen, also eine ganz andere Zielsetzung und auch ganz viele, ganz andere Leute. Es gibt ja auch viele alte Leute, viele sonst was. Und das aber bei den Protestmärschen sozusagen immer zum Beispiel weiblich gelesene queere Personen, Schmetterlinge, ne? Also Leute im Rollstuhl, das finde ich auch so ein geiles Wort, ne? Nach vorne sollen. Und dass das bei der letzten Generation sozusagen betont wird. Und dann irgendwann habe ich nachgelesen in der Theorie der Veränderung, dass man bewiesen hat, dass Bewegungen bis zu 40 Mal erfolgreicher sind, wenn sozusagen nicht normativ gelesene Personen da vorne dabei sind. Es gibt auch eine Studie, dass Friedensverhandlungen bis zu 60% erfolgreicher sind, wenn Flinter mitverhandeln. Flinter, kannst du kurz erklären? Flinter sind, eigentlich ist Finter hier, glaube ich, ein bisschen passender zum Thema, aber Flinter sind
Frauen, Lesben, Intersexuelle, nicht-binäre, Trans- und Agender-Menschen. Mhm. Und es ist so ein Sammelbegriff, der eigentlich nicht cis-männlich ist. Okay, ja, das ist doch eine einfache Definition. Aber krass, 60% erfolgreicher. Ja. Wow. Und das gab es in Stuttgart irgendwo, so ein Off-Topic, aber da gab es in Stuttgart so eine nette Ausstellung an so einem Bauzaun, wo die Fact so ein bisschen fotografiert war. Und das fand ich echt spannend. Ich glaube, der Punkt ist bei die Gesellschaft ist ja auch nicht weiß, männlich und Mitte 50. Auch wenn das so manchmal wird. In den Kommentarspalten und in der Bild so scheint, ja. Ja, vielleicht sind die Kommentarspalten der Bild weiß, Mitte 50 und männlich. Auf dem YouTube-Kanal, ja, exakt. 90% männlich, 70% über 50. Ich glaube, es passiert ganz automatisch, dass sich auch als weiblich gelesene Person oder auch für Frauen ist einfach, man ist geneigter, politisch zu sein, weil einfach die Existenz ein Politikum ist. Und darum glaube ich. Also als weißer Mann kann ich sagen, toi, 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 ich möchte viel mehr Leute, die keine weißen Männer über 50 sind oder auch generell in der Politik haben, weil alle Statistiken zeigen, dass... Es ist einfach nicht repräsentativ. Also genau. Der Punkt ist ja okay, wenn da ein alter weißer Mann mit finanziell gut gestelltem Bildungsbürgerhintergrund drin hockt, weil die gibt es ja auch. Aber das ist halt nicht der Durchschnitt. Ja, oder wie 70% Anwälte im Parlament. Aber gut, ich glaube, dann ist es jetzt soweit. Hast du noch was zu sagen an unser Publikum? Also ich kann nur sagen, wir haben noch 1 bis 2 Jahre, um die Kipppunkte zu verhindern. Und es gibt noch Hoffnung. Alle sagen immer, ja, warum macht ihr das? Das bringt ja nichts. Das werden wir eh nicht schaffen. Doch, wir können es schaffen und wir müssen es schaffen. Wir schulden es den Leuten in 10 Jahren, die dann wirklich keine Hoffnung mehr haben. Und ich will nicht in 10 Jahren da hocken und sagen, scheiße, hätten wir schon noch schaffen können. Blöd, dass wir aufgegeben haben. Und ich will auch, glaube ich, so ein bisschen ein Stück Hoffnung in die Welt verstreuen, dass wenn wir es jetzt anpacken, können wir es auch echt noch reißen. Also wir haben die Chance noch. Wir sind die letzte Generation vor den Kipppunkten, weil wir diese Kipppunkte auch noch verhindern können. Und jetzt ist die Zeit, mitzumachen. Jetzt ist die Zeit, diese Hoffnung auch irgendwie in was Kraftvolles umzuwandeln. Jetzt ist die Zeit auch für Widerstand dagegen, dass unsere Lebensgrundlagen zerstört werden, weil wir es jetzt noch verhindern können und weil wir es irgendwie der Welt schulden, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben. Super. Regi, tolles Schlusswort. Wie gesagt, kommt vorbei. Wir suchen immer Leute. Vielen Dank dir. Ja? Bis bald auf der Straße. Bis bald auf der Straße.